Na Leute, was geht? Warum stehe ich denn hier mit 5 Millionen Köpfen um mich rum? Das hat heute alles einen sehr guten Grund, warum ich hier auf einer kreativen Welt starte und Köpfe in meinem Inventar sowie Köpfe hier hängt habe. Nicht immer gibt es nur Bauprojekte, sondern manchmal gibt es auch spannende Dinge, die eine kleine oder vielleicht doch größere Herausforderung für mich sind, als ich denke. Aber wie ich mit der Herausforderung umgehe, das seht ihr jetzt. Nach dem Abschluss des Ganzen hier machen wir uns jetzt ans kleine, also das ist nur so ein Mini-Zwischenprojekt, was wir aber machen müssen, da der Chat das entschieden hat. Oder ein Cheddar, um das besser zu sagen. Ein Cheddar hat eingelöst, oder hat die Kanalpunktebelohnung eingelöst. Item mit Name. In dieser Kanalpunktebelohnung, das habe ich ja schon mal alles erklärt, geht es darum, dass ihr euch als Zuschauer aussuchen könnt, yo, Valation, ich will das Item haben. Das packe ich dann in den Rahmen. Und dieser Rahmen kommt dann an die Namen, also an die Schilderwand ran, da wo auch unsere ganzen Schilder mit Namen sind, ne? Genau, die nämlich. Da ist auch schon ein Item. Das Problem ist, der Cheddar, der das jetzt gemacht hat, war richtig lustig. Richtig lustig, Mann. Und sagt, yo, mach mir mal einen Zombie-Kopf. Jetzt fragt ihr euch, yo, wie bekommt man einen Zombie-Kopf in Minecraft? Relativ easy. Du brauchst einen Charged Creeper. Und der muss neben einem Zombie explodieren. Dann droppt der Zombie einen Kopf. Das Problem ist, um den Charged Creeper zu bekommen, brauchst du ein Gewitter. Denn ein Charged Creeper entsteht, indem ein Blitz in einen Creeper einschlägt, okay? Das ist jetzt das Problem, denn erstmal ein Gewitter zu bekommen, ist schon relativ selten. Und dann noch es zu schaffen, dass ein Blitz in einen Creeper einschlägt, ist noch seltener. Bedeutet, ich gehe da ein bisschen künstlich ran, man kann mit einer Harpune heißt sie so, ne, mit einem Dreizack meine ich, kann man Blitze beschwören bei Gewitter. Bedeutet, ich kann mit einem Dreizack in der Hand auf diesen Block klicken und sagen, hier schlägt jetzt ein Blitz ein. Und wenn da der Creeper stehen würde, wäre der danach charged. Bedeutet, ich könnte mit diesem Creeper dann theoretisch den Zombie wegsprengen, um den Zombie-Kopf zu bekommen. Jetzt ist das Ding, es gibt in Minecraft nicht nur Zombie-Köpfe, es gibt auch Skelettköpfe und Creeper-Köpfe, die man durch diese Charge-Creeper bekommen kann. Und genau diese will ich haben. Da werden wir uns jetzt heranmachen. Ich will versuchen, mindestens fünf Zombie, fünf Creeper und fünf Skelettköpfe zu bekommen. Und dann, wenn das Gewitter noch länger anhält, auf jeden Fall auch mehr. Ich sehe gerade, im Chat hat gerade frisch noch jemand, und zwar der D-Dude, ein Item eingelöst, jetzt gerade, und hat ein OP-Gap genommen. Ihr wollt mich doch verarschen, Digga. Dann müssen wir uns, nachdem wir die Zombie-Köpfe haben, auch auf die Suche nach einem OP-Gap machen. Oder am besten nach mehreren. Ab dafür, auf jeden Fall hole ich jetzt erstmal Essen ran. Oh, scheiße. Wo war denn der Mittelgang? Ah, oh ja, moin. Ah ja, moin. Den habe ich, oh ja. Perfekt. Wir haben jetzt Essen. Wir haben die Enderkiste einmal neu aufgeräumt. Wir haben jetzt auch Totems. Wir haben die Bannerschlagekiste und Feuerwerksraketen wieder dabei, dass wir auch ja nicht sterben können. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Dreizack. Der muss enchanted werden. Der muss repariert werden. Und mehr nicht. Also ich kann doch an sich eigentlich schon mal Reparatur und Haltbarkeit drauf verzaubern, oder nicht? Reparatur. Da, Entladung, Reparatur. Dann hier Harpune brauche ich, ne? Treue haben wir auch. Soll sonst noch irgendwas rauf, außer jetzt Haltbarkeit 3, Chat? Oder ist es dann das Letzte? Was ist mit Harpune 5? Alter, Harpune 5 ist doch safe übertrieben OP, oder nicht? Ich trade es einfach schon mal, sicherheitshalber. Da, ah. Danke, Jungs. Lass Harpune mal weg, okay. Ach so, ich hab... Oh mein Gott. Ihr habt ja gerade eben... Ja, auch meine, ich bin dumm. Harpune macht, dass es Schaden macht. Ihr habt mir ja vorhin schon erzählt, dass... Ah, das war zwei Minuten her. Zwei Minuten her. So, dann zuerst das. Und dann das. Und das ist jetzt der Dreizack, den wir brauchen, ne? Dann gehen wir den mal ganz kurz reparieren. Obwohl, warte, ich habe Erfahrungsfläschchen hier. Was? So schnell ging der Scheiß jetzt? Der hat ja nicht mal 50 XP-Flaschen gebraucht. Und kann ich jetzt damit fliegen? Oh! Ah! Ta! Oh, Mann. Kann ich dem Ding ausweichen? Bestimmt, oder? Warte mal. Nicht ins Void. Ja, alles gut. Selbst dann kann ich es ja nachher wieder laden. Ta! Verarscht! Ta! Verarscht! Er fliegt mir einfach hinterher, oder? Er fliegt mir hinterher. Er fliegt mir hinterher. Oh mein Gott. Was ist das denn? Werf ihn und mach deinen Inn voll. Dann tötet der mich, oder nicht? Digga, dann passiert mir safe irgendwas Schlimmes. Okay. Oh. Lol. Was? Und jetzt fliegt er mir die ganze Zeit hinterher einfach? Hä? Digga, das sieht ja so weird aus einfach. What the fuck? Ich hab ein neues Haustier, Jungs. Guck mal. Junge, what the fuck? Wie weird ist das denn? Eigentlich wäre jetzt Step 2 eine Plattform bauen, oder nicht? Eine Plattform bauen, auf der die Mobs spawnen können, die wir brauchen. Chicken, suchst du Stress oder was? Zack! Wow. Junge, die Kills fühlen sich ja anders geil an mit dem Ding. Oh.
Also die Frage ist, wo bauen wir jetzt die Plattform? Am besten wäre es ja auf einer relativ geraden Fläche. Dann hole ich mir jetzt einmal Schalkerkisten mit soliden Blöcken. Nachdem ich dann meinen Spaß mit dem Dreizack hatte, habe ich noch Stuff geholt, um das Projekt vorzubereiten. Zum Schluss hatte ich im Inf ganz viele Schalkerkisten voll mit Steinen sowie mit Essen. Wir hatten Leinen dabei, wir hatten Cobwebs dabei, ein Schild, Enderchest, Holz, Glas, einen Bogen mit Pfeilen, Banner, ein Feuerzeug, alles abgesichert, ebenfalls Obsidian, um dort ein Netherportal zu bauen. Alles ist einstecken und dann habe ich den Place to be gesucht. Jetzt gibt es nichts mehr, was wir noch gebräuchten könnten, außer die Plattform überm Wasser. Können wir es nicht rein theoretisch hier in der Mitte machen oder ist es zu gefährlich? Weil da können ja trotzdem, da können trotzdem Mobs aus dem Rum spawnen. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg damit. Weil hier ist auf jeden Fall ein sehr großes Meer. Da haben wir auf jeden Fall genug Platz für so eine Plattform. Wir gehen irgendwie auf Höhe 125 oder so und bauen uns dann da einfach was Kleines. Wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, da auf der Insel, da wo das so hochragt, können wir uns... Das ist perfekt. Da passt es super hin. Da haben wir auch keine Bedrängnisse mit irgendwas anderem hier in der Nähe. Das ist super. So, Chat, hier. Hier machen wir einfach die Plattform. Die wird ja eh wieder abgerissen am Ende. Die Plattform wird begonnen. Und wir setzen auch direkt so Feinheiten und alles, bereiten hier alles vor für die Mobs. Und bei Nacht werden dann direkt die ersten Mobs eingefangen, schätze ich mal. Guck mal, so rein theoretisch, wenn wir die mit Wasser machen, die Creeper, die Charge kann hier immer ein Creeper rein. Und hier könnten wir dann den dazugehörigen Zombie reinmachen. Heißt, wir müssen hier hinten doch noch eine Reihe mehr bauen. Aber vorher, ach du Scheiße, ja, jetzt geht's los. Vorher müssen wir ein paar Sachen einfangen, du. Das Ding ist, Zombies sind richtig easy. Guck mal. Oh, 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 oh. Ja, moin, Zombies sind richtig easy. Gerade fast gestorben einfach. Digga, wo kommt ihr alle her? Wollt ihr mich verarschen jetzt oder was? Ah, ja, moin. Ich würde gerne eigentlich alle fangen. Das ist das Ding. Ich würde gerne alle mitnehmen, sage ich euch ehrlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Fick mein Poloch. Ja, moin. Chillig. Die schubsen sich einfach gegenseitig ins Wasser. Wir sollen uns auf jeden Fall noch eine Taktik einfallen lassen, wie wir am besten die Mobs einfangen. Das wäre wahrscheinlich schlau. Wir bauen jetzt einfach so weiter. Digga, was will denn die Hexe jetzt von mir? Digga, wollt ihr mich verarschen? Es ist so zum Kotzen, Mann. Ja, verbrenn. Verbrenn, du. Los, stirb. Stirb, stirb, verbrennen, jämmerlich. So verdient, Digga. Wir müssen uns auch unbedingt eine Schere craften, dass wir nicht die ganzen Kobe... Ja, schieß doch den... Oh, du bist so ein Stück Scheiße. Oh, meine Mom schläft, ich darf nicht zu laut sein. Ja, der hat schon Damage bekommen. Kann ich vergessen. Jo. Moin. Ja, moin. Es macht so gar keinen Spaß, Digga. Es macht so gar keinen Spaß einfach. Also, ich muss mir unbedingt merken, dass wir beim nächsten Mal halt Boote setzen. Das ist wichtig. Ich baue hier jetzt auch nichts mehr. Ich habe hier jetzt alles repariert. Das bleibt jetzt so. Ich fliege jetzt nur noch nach Hause. Auf jeden Fall ist zusammengekommen in der Zeit, wo ich AFK stand. Und jetzt haltet euch fest, Digga. Klammert euch an die Stühle, Chat. Denn das ist wichtig. Huh. Huh, Digga. Maschallah. So nämlich. Es sind nämlich fast eine Doppelkiste an Schalker-Kisten zusammengekommen, voll mit Schalker-Shells. Es sind 800 Doppelkisten Schalker-Kisten. So, jetzt habe ich's. Es sind 800 Doppelkisten Schalker-Kisten. Dankeschön. Ja, guck mal, was da ist. Wir sind ja beim letzten Mal ziemlich verzweifelt. Und jetzt hat mir ein Zuschauer, Digga, auf Instagram geschrieben. Und zwar einen ziemlich langen Text und hat sich mega viel Arbeit gemacht. Das war deutlicher. Auf jeden Fall hat er sogar ein Video gemacht, wie ich das baue und wie ich das alles mache, was wir jetzt vorhaben. Ich zeige euch das mal. Er hat halt hier geschrieben, yo, ich habe gesehen, dass du ziemlich ratlos warst beim Mobheads Farm. Ich habe dir schnell zusammengefasst, wie man am besten Köpfe farmen kann. Das Einzige, was ich im Video vergessen habe, ist es zu sagen, zwischen den einzelnen Käfigen immer eine kleine Mauer aus Kobbel zu bauen. Und dann hat er hier das Video dazu geschickt, guck mal, wo er das einmal alles erklärt. Das ist eine relativ einfache Konstruktion, wäre ich aber selber nicht drauf gekommen. Diese Platte hier, die wir hier gebaut haben, die werden wir aus Obsidian bauen. Das ist aber auch das Einzige, was ich aus Obsidian baue. Und hier kommt dann diese Konstruktionen hier, die hier, die er da gemacht hat. Und so wie er das macht, kann der Creeper mich auch nicht angreifen. Ich weiß nur nicht, wie ich den Creeper jetzt in Charged verwandle. Ach so, guck mal hier, zeigt er jetzt. Also ich wollte gerade eigentlich das Gewitter wechseln.
Auf Gewitter wechseln. Oh. Guck mal, ich fange die erst und sobald dann Gewitter ist, gehe ich einfach hin. Ja, weil man schießt die dann einfach ab. Danach sind die charged und explodieren halt. Ganz easy, Digga. Ganz, ganz einfaches System. Guck, zack, tot, Kopf. Mega easy. Und das werden wir heute bauen. Dafür braucht man das hier an Stuff. Mir gefällt sowas. Also auch an euch, wenn ihr irgendwie Profis seid in irgendwas und ich mega lost da drin bin, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich check da ziemlich regelmäßig die Nachrichten mal aus. Und wenn was Cooles dabei ist, antworte ich meistens auch. Aber ich kann meine Nasenflügel bewegen. Ich glaube, das können relativ viele Menschen. Nicht jeder, aber viele. Warte, wir bauen mal einen so ein Abteil, okay, Chat? Damit ihr das auch auf dem Schirm habt, wie die Abteile aussehen werden. Und hier fangen wir dann die jeweiligen Sachen, also der Creeper, deswegen müssen wir dann, oder? Ne, der Creeper kann glaube ich auch so hier durchlaufen. Der kommt dann immer hier rein und wenn der halt da drin steht, ist er halt fest. Ne, wir müssen es abbauen und den dann setzen, so, dann ist er fest. Dann können wir von weit weg mit dem Dreizack sagen, ey, aktivier den jetzt mal. Zack. Und unten ist der Block. So leicht geht es. Heißt, wir müssen das auch von der Größe her so bauen und die Treppe müssen wir dann einen Block weiter vorne verlaufen. So, und es wird schon wieder Nacht. Das ist eigentlich relativ schlecht jetzt, dass Nacht wird. Ein Creeper. Perfekt. Nee, Digga, bist du dumm? Oh, ja, scheiß drauf. Es wäre wahrscheinlich schlauer, wenn wir erstmal alles ausleuchten von der Plattform und die fertig bauen. Woo! Ich hoffe, der Aufwand dafür, den wir jetzt uns hier betreiben, lohnt sich. Weil letzten Endes, guck mal, wenn ich jetzt einen Stackköpfe habe von jeder Sorte, die sind ja auch, wenn du jetzt beispielsweise mit Rüstungsständern viel arbeitest, sind die auch relativ schnell weg. So, die bleiben ja dann nicht lange. So, genau. Und so müssen wir das jetzt ganz oft wiederholen. Hier muss dann eine Wall Platz sein und hier kann ich schon weitermachen. Nachdem die Grundplattform soweit fertig war, bin ich bis an meine Grenzen gegangen, um Creeper einzufangen. Scheiße. Hä? Hä? Hä, wie ist er denn da raus? Nee. So ein... Nee, Digga. So, Alter, wollt ihr mich verarschen? Du kannst es dir nicht... Nee, was ist denn das? So, ihr habt eine Möglichkeit. Kommt hier hoch und lauft da rein. Bitte, einer. Einer muss ins Loch. Oh, Mann. Digga, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt einen Job. Und zwar, dass ein Monster da hochkommt. Und ins Loch. Wollt ihr mich verarschen? Mann, du... Der hat Schlag 2 auf seinem Scheiß-Bow. Bam! Huh. Und dann muss ich nur noch auf ein Gewitter warten. Am Anfang haben wir besprochen, dass ich noch einen OP-Goldapfel brauche. Und den habe ich in der Zwischenzeit gesucht. Goldapfel. Ich weiß, dass hier in der Kiste ein Goldapfel ist. Da. Digga, so nämlich, ich hab's gefühlt, Digga. Ich hab's so gefühlt, Mann. Ich hab's so gefühlt, Junge, mein Gefühl hat ja gesagt. Ich fass es ja wohl nicht. Da hat es Minecraft-Glück gerade zugeschlagen. Und plötzlich dann, ahnungslos, ist es passiert. Warte. Oh, ist aber kein Gewitter, ne? Oh, es ist kein Gewitter, Digga. Doch? Hä? Oh, es ist Gewitter. Wie kann das jetzt sein? Junge, jetzt habe ich einmal eine Beschäftigung gefunden. Jetzt müssen wir uns richtig beeilen. Wir müssen uns richtig, richtig beeilen. Komm. Flieg, Valation, flieg. Hier gleich ist unser Köpfespot. Chat, wir bepowern alles, was geht. Alles. Jeden Mob, jeden Creeper, den ich sehe. Digga, let's go. Wir müssen ein bisschen drauf aufpassen auf das Feuer. Das Feuer hat ein paar Zombies gerade getötet, habe ich das Feuer. Digga, der Core war so scheiße mit den Dingern hier. Ich muss die so per Hand abschießen, der Rest ist dumm. Hä? Oh mein... Oh. Ja, egal, lass nicht drüber reden. Ich habe alles getötet. Wir müssen jeden Creeper schaden. Jeden, der geht. Jeden, der irgendwie möglich ist. Und am besten explodieren die nicht. Ja, Charge Creeper. Huh. Ja, ich wollte heute nicht sterben eigentlich. Digga, hier muss doch irgendwo ein Kopf liegen. Hier muss doch irgendwo... Digga, der war doch Charge.
Nee, das Gewitter ist vorbei. Das Gewitter ist vorbei. Wir müssen jetzt nur noch das Bestmögliche rausholen. Komm her, komm hierher, komm hierher, komm hierher. Genau. Ja, ja, es hat das getötet. Hä? Digga, wo sind denn die Köpfe? Liegt safe unten im Wasser. Hm. Also ich weiß nicht, bisher habe ich keinen Kopf gesehen, Jungs. Oh, warte, der Zombie. Die haben die Köpfe aufgesetzt. Die haben die Köpfe aufgesetzt, lol. Hä, was willst du denn hier, Digga? Oben auch, ne? Oben hat der, irgendein Vieh hat das auch aufgesetzt, den Schädel. Nein, ist es despawned? Ist es Vieh mit dem Schädel despawned, Digga? Hier war doch irgendwo auch ein Vieh mit einem Schädel, oder nicht? Ich schwöre, hier war ein Vieh mit einem Schädel. Jetzt wird ein Gewitter einen Kopf bekommen, oder was? Was war denn das mit den Armor-Sens, Digga? Durch die Armor-Sens haben alle angefangen zu brennen. Und sie sind verreckt, Digga. Nee! Och, Mann! Creeper, ich brauche einen Skelettschädel eigentlich. Ey, ich kotze gleich, es ist mir schon wieder viel zu viel. Guckt euch mich mal an, bitte. Wie sehe ich denn aus, Alter? Da ist der Charge Creeper. Creeper. Falscher Creeper. Ja, es ist, du kannst es knicken. Auch unmöglich, ist mein Charge Creeper schon tot? Ja, Digga, mein Charge Creeper ist schon weg. Beste Leben. Hat sich dann noch erledigt mit dem, Digga. Ja, soll ich die jetzt schon zum Explodieren bringen oder wollen wir noch warten, bis Tag ist? Ich würde warten, bis Tag ist, sicherheitshalber. Am Ende, guck mal, am Ende sprengt der Charge Creeper jetzt irgendwas mit weg, Digi. Und dann hat wieder irgendein Mob den Kopf auf, Alter. Und dann wieder Riesen hin und her, wisst ihr, wie ich meine? Gar keinen Bock drauf. Den Zombie-Kopf behalte ich übrigens am Impf. Das war sehr gut, dass wir den jetzt haben. Wir machen jetzt gleich erstmal die ganze Schilderwand-Scheiße zu Ende und so. Bedeutet, ich werde mich einmal drum kümmern, dass wir schon mal die zwei Items machen. Weil ich habe ja jetzt den Zombie-Kopf und den OP-Gap. Die können wir jetzt setzen in Rahmen. Und dann kann ich auch direkt Schilder mit Namen und so machen, weil davon gab es auch jede Menge. Wir hatten eingelöst bekommen, deswegen haben wir uns jetzt den ganzen Stress gemacht. Und deswegen werden wir uns auch jetzt, ja, gleich, wenn irgendwann... Ist ernsthaft jetzt Tag geworden? Ey, die Welt will mich wirklich verarschen, oder? Ich weiß, ja, egal, wir machen das jetzt trotzdem erstmal fertig hier. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Items, das hier, setzen. Und wir müssen die auch umbenennen. Die Zombies von Wally GG, herzlichen Glückwunsch, Bruder, für diesen Zombie-Kopf, du Arschloch. Den Namen spreche ich nicht aus. Es kann auch nur von der D-Dude kommen, by the way, so ein Name. Und den blende ich auch im Video aus, definitiv. So, Golden Apple. So, dann zwei Leuchten und einmal der D-Dude. Hat sein wunderschönes Drache. Ey, Digga, das sind die wertvollsten Items, ne? Und ich waste die für Zuschauer. Wally, sein scheiß Zombie-Kopf, du Arschloch, Digga. Und hier der fucking Goldäpfel. Also jetzt machen wir eigentlich mal das, worauf wir uns die ganze Zeit vorbereitet haben. Und zwar Creeper in die Luft sprengen lassen und hoffentlich zuversichtlich ganz viele Köpfe bekommen. Yes! So nämlich, Digga. Bam! Kopf Nummer 1, wisst ihr, einfach für viel Flex. Das sieht so weird aus mit dem Hexenhut, Mann. Next one. Boah, das ist jetzt schon echt befriedigend. Das macht schon echt Bock jetzt. Boah. Ein Kopf nach dem anderen, Digga. Yo, er ist frei. Bitte! Das kann, also, der Creeper hat mich umgebracht, aber den Zombie nicht. Sehr gut. Okay, dann versuchen wir jetzt mit dem Creeper den anderen da wegzusprengen. Komm mal her, Atze. Spreng. Nee! Was soll denn das? Es ist so eine Verarsche. So. Ja! Ey, ja, natürlich, Digga. Wie soll es auch sonst sein? Oh mein Gott. Wollt ihr mich... Was ist... Ja, moin, Digga, der eine Creeper hat da hinten das andere zerstört. Oh mein Gott, ich hab ihn so outplayed. Ich hab ihn so outplayed, Digga. Haben wir jetzt so 5 Köpfe? Ich glaube, aber einer ist runtergefallen, oder? Ja, natürlich. Sogar zwei... Der eine Creeper hat 2 Zombie-Köpfe geholt, ne? Ich dachte, ein Creeper kann nicht 2 Zombie-Köpfe holen. Einer hatte den in der Hand und der andere ist explodiert. Ah. Digga. Ein Creeper-Kopf. Okay, wir haben 7 Zombie-Köpfe und 2 Creeper-Köpfe. Ah, das ist doch chillig, Mann. Das ist doch eine... Ja, also für den Zeitaufwand, den wir hier reingesteckt haben, ist es eigentlich echt eine Scheißausbeute. Darf man nicht leugnen, Digga. Es ist wirklich eine richtige Kackausbeute. Ich werde hier das Feld noch reparieren. Hier habe ich dann auch die Plattform ausgebaut und verbessert. Und eigentlich wollte ich noch so einen Durchlauf machen, nur zu dem kam es dann gar nicht. Warum? Weil mich das Bauen wieder gefangen hat. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.